Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es nach langem mal wieder eine Rezension und zwar zu Duty and Desire von Tessa Bailey, vorsätzlich verliebt aus dem KÜSS Verlag. Und ja, als ich mir die Verlagsvorschau vom KÜSS Verlag angeguckt habe, war das so die Reihe, wo ich so richtig Feuer und Flamme drauf war. Und ja, deswegen habe ich mich natürlich auch umso mehr gefreut, als sie es mir zugeschickt haben. Also vielen lieben Dank an dieser Stelle an den KÜSS Verlag. Und ja, jetzt kommt es zu meiner Rezension und ich erzähle euch erstmal so ein bisschen was über den Inhalt. Und zwar geht es hier um Charlie und Eva. Und ja, Charlie und Eva lernen sich in einer Bar kennen und haben eigentlich beide so ziemlich die gleichen Absichten. Sie möchten beide, ja, eine belanglose Affäre haben, weil sie sich beide aus bestimmten Gründen nicht binden möchten. Und ja, so scheint der andere jeweils perfekt für diese Person. Und ja, sie gehen darauf ein. Doch irgendwann sagt Eva dann so, jetzt ist Stopp. Ich möchte dann jetzt meine große Liebe finden. Welche Gründe das hat, wieso, weshalb, warum, das müsst ihr dann selbst lesen. Auf jeden Fall macht sie damit Charlie natürlich total den Strich durch die Rechnung. Und das passt ihm auch gar nicht. Und ja, er hat da so die ein oder andere Methode, wie er, ja, das so ein bisschen umgehen möchte, aber mehr möchte ich euch nicht verraten. Und ja, kommen wir erstmal zum Cover. Ich finde das Cover wunderschön und es schimmert. Es schimmert so schön. Also wirklich, das ist wunderschön, dieses Cover. Ich liebe es. Und ja, kommen wir eigentlich auch schon direkt, bevor ich noch länger über dieses wunderschöne Cover schwärme, zum Schreibstil. Ich muss sagen, am Anfang, als ich das Buch angefangen habe zu lesen, musste ich mich irgendwie an den Schreibstil gewöhnen, was aber eigentlich gar keinen Grund hat, weil der Schreibstil, der ist so locker, leicht und flüssig. Er ist ja einfach humorvoll, es ist lustig geschrieben. Es ist halt einfach nicht schwer zu lesen und deswegen hat es mich irgendwie gewundert. Ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, dass ich gerade von Fantasy kam und dann mich auf dieses, ja, ich habe keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Also der Schreibstil ist wirklich locker, flüssig, so wie man es eigentlich vom New Adult-Bereich kennt. Das Buch ist auch in der Ich-Perspektive geschrieben. Immer aus den Sichten der beiden Charaktere. Einmal aus Evas Sicht, einmal aus Charlies Sicht. Und das mochte ich unglaublich gerne, aber da komme ich auf jeden Fall gleich noch zu. Und ja, kommen wir zur Geschichte oder auch zu den Perspektiven, die ich ansprechen wollte. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wird das Buch aus beiden Perspektiven geschrieben. Einmal aus Evas Perspektive und aus Charlies Perspektive. Und ich muss sagen, ich mochte es unglaublich gerne, wirklich. Ich fand das so, so toll. Vor allem auch Charlies Perspektive, also die Perspektive des männlichen Hauptprotagonisten, die war einfach so cool. Ich mochte es einfach so gerne, in beiden Köpfen zu lesen, weil sie einfach, ja, es war einfach toll, wirklich. Ich kann euch das sagen, es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich mag das ja nicht immer. Ich bin ja allgemein eher der Freund von der weiblichen Sicht, aber ja, das hat mir wirklich gut gefallen. Es gibt viele Bücher, wo ich das wirklich sehr mag. Es muss dann aber auch wirklich gut gemacht sein und meinen Geschmack voll und ganz treffen. Und hier war das wirklich, vielleicht lag es auch daran, dass ich eine Schwäche für Charlie habe, denn ich fand ihn unglaublich toll. Er war, ja, er war so irgendwie so ein bisschen das Gesamtpaket. Er konnte so richtig süß und charmant und romantisch sein, so wie so der Bilderbuch-Boyfriend. Aber er hatte auch so eine, ja, so eine sexy, hotte, raue Seite, wie halt der Bad Boy Book Boyfriend. Und ja, das mochte ich so gerne an ihm. Er war halt so, ja, so ein bisschen zerrissen. Er hatte irgendwie alles. Und ich fand ihn einfach unglaublich cool. Und auch Eva, ich fand sie auch so genial, weil sie ist einfach so eine Person, sie sagt offen und direkt ihre Meinung. Wenn sie will, dass der Kerl geht, dann denkt sie das nicht nur, sondern sie sagt ihm auch so, jetzt hau ab, ich habe genug von dir. So, ich fand es einfach richtig cool. Ich mochte die beiden Charaktere so, so gerne. Und was ich noch lieber mochte, war die beiden Charaktere zusammen. Ich fand sie, das sind einfach Goals. Also so richtig, ich habe die beiden richtig geschippt. Ich fand sie wirklich unglaublich süß, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich möchte euch nicht zu sehr spoilern, aber die waren einfach toll. Die haben so schön miteinander harmoniert. Natürlich reden sie sich die ganze Zeit ein, beziehungsweise möchten sie das die ganze Zeit halt platonisch halten. Aber es ist so, es war einfach so schön zwischen den beiden. Es war so richtig harmonisch und einfach toll.
Ich mochte es richtig gerne. Ich habe mich richtig wohl gefühlt beim Lesen und ich habe das Buch richtig lieb gewonnen. Und das, obwohl ich das bei den ersten 50 Seiten nicht gedacht hätte. Es gefiel mir zwar gut, aber es war so nicht, dass ich gesagt hätte, wow, das Buch ist es. Aber es hat mir mit jeder Seite umso mehr gefallen und ich habe die Charaktere umso mehr lieb gewonnen und lieb gehabt. Und ich war am Ende schon so ein bisschen ja, nostalgisch und ein bisschen traurig. Traurig, dass ja, das jetzt vorbei ist und ich die Charaktere ja, quasi gehen lassen muss. Aber, es gibt ja noch zwei weitere Bände und ich habe mir gedacht, ja cool, weil im Band 2 geht es nämlich um Charlies Kumpel. Und man wird bestimmt nochmal was von Charlie und Eva lesen. Und es war ein absolutes Wohlfühlbuch. Ich kann es euch so empfehlen und ich freue mich jetzt schon unglaublich auf Band 2. Ich habe das Buch auch, wie gesagt, so die ersten 50 Seiten, ich fand sie gut. Sie haben mir wirklich gefallen, aber sie waren halt nicht so dieses Flashen, was ich schon bei vielen Büchern erlebt habe, dass es mich von der ersten Seite an so richtig hatte und geflasht und gecatcht hat. Das hatte ich nicht, aber irgendwie kam das dann, umso mehr Seiten ich gelesen habe. Also wie gesagt, mit jeder Seite, die ich dann gelesen habe, mochte ich das Buch mehr und ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich glaube, ich bin da morgens immer früh wach gewesen und dann habe ich ein, zwei Stunden auch vor der Arbeit, sowas mache ich niemals, hallo, es gibt nichts über Schlaf oder im Bett liegen, habe ich gelesen, einfach weil ich wissen wollte, wie es weitergeht, weil ich die beiden so toll fand und ich unbedingt wollte, dass sie zueinander finden und ja, ich liebe Charlie und Eva wirklich, sie sind so ein tolles Paar. Ich bin ja nicht oft von Paaren so mega begeistert, klar, ich finde das immer toll, wenn die zueinander finden, aber die beiden, ich finde, die sind füreinander wie geschaffen und ja, ich fand sie ganz toll und ich empfehle euch allen dieses Buch, bitte lest es, es ist wunderschön, es ist super süß und es gibt daran wirklich nichts auszusetzen, es ist einfach ganz, ganz toll. Warum ich am Anfang nicht so gut reingekommen bin, das kann ich euch gar nicht sagen, vielleicht lag es auch einfach an meiner Wenigkeit, was das arme Buch ja nichts dafür kann und deswegen bin ich umso froher, wie gut es mir am Ende gefallen hat. Lest es wirklich, es ist eine absolute Empfehlung von mir und ich freue mich jetzt schon unglaublich auf Band 2 und am allermeisten freue ich mich auf Band 3. Ich habe ja schon hinten reingespingst, um wen es so gehen wird und guckt euch mal die Cover an. Oh, sie sind so schön. Eins ist schöner als das andere, beziehungsweise sie sind alle gleich wunderschön. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ich euch vielleicht ein bisschen neugierig auf das Buch gemacht habe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!